Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bonsoir, soyez les bienvenus en cette église pour commémorer la scène du Seigneur, le dernier repas de Jésus avec ses disciples, dernier repas avec ses amis où Jésus nous redit l'amour et le bonheur qu'il a d'être avec nous et que nous avons d'être avec nous. Nous le rendrons présent dans le pain qui sera apporté tout à l'heure. Il viendra habiter en nous. Nous l'adorerons et nous entrerons dans la méditation, dans la contemplation de son corps livré pour nous. In den heutigen frühen Donnerstag beginnt die Kirche ihre heilige Osterfeier, so wie Christus einst an diesem Abend das alttestamentliche Ostermahl mit seinen Jüngern feierte und dabei gleichzeitig die erste Eucharistiefeier des neuen Bundes begann. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant humblement devant Dieu que nous sommes pécheurs. Le Seigneur soit avec vous.
aus dem Evangelium nach Johannes. Es war vor dem Paschafest, Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Er liebte die Seine in der Welt und er liebte sie bis ans Ende. So hielt ihn einmal und der Teufel hatte den Judas Iskariot, den Sohn Simons, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gelegt hat und dass er von Gott gekommen ist und zu Gott zurückkehrt. Da stand er vom Mahl auf, legte das Oberkleid ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und abzutrocknen mit dem Leinentuch, mit dem er umgegürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Herr, du willst dir die Füße waschen? Und Jesus antwortete ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber später erkennen. Und Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus sprach zu ihm: Wer gebadet ist, braucht sich nur noch die Füße zu waschen, und er ist ganz rein. Aber ihr seid rein, aber nicht alle. Er kannte nämlich den, der ihn ausliefern sollte. Darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Oberkleid angelegt und sich wieder zu Tisch gesetzt hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, und ihr habt recht, denn ich bin es. Wenn ich, der Meister und Herr, euch die Füße gewaschen habe, müsst ihr auch einander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit auch ihr tut, was ich euch getan habe. Bien entendu, ce soir, nous serons appelés à veiller jusque 23 heures si nous le désirons. Vous pouvez rester, si vous voulez, repartir, revenir pour vous prier avec nous, soyez entièrement libre, mais surtout, vivons ce moment d'adoration dans le calme, la sérénité, et peut-être que chacun a tellement de choses à confier au Seigneur Jésus, présent au milieu de nous, avec son corps et son sang. Sinon, bonne soirée à vous tous, un bon retour chez vous et dans votre prière ce soir, pensez à nous qui veillons et à tous ceux qui veillent ce soir, partout dans le monde.